Die Geschichte der heiligen Euphrasia. Mutter Euphrasia ist am 17. Oktober 1877 den Eltern Anthony und Conchati in die Adelsfamilie von Jacques Bucaren auf Dünkel im Dorf Catour geboren. Sie wurde in der Kirche der Mutter des Carmel in Edaturity getauft und sie gab mir den Namen Rose. Rose hatte eine sehr fromme und aufmerksame Mutter, die besonders die religiöse Bildung der 5 lebenden Kinder, 3 Jungen und 2 Mädchen, verfolgte. Sie lenkte sie vor allem zur Verehrung der heiligen Jungfrau Maria und sie lehrte sie, die Gebete zu verrichten und den Rosenkranz zu beten. Rose hat Gott ihre Jungfräulichkeit im Alter von 9 Jahren auf Empfehlung der Jungfrau Maria selbst gewidmet, die ihr erschien und ihr lehrte, Gott mit dem Engelschor jede Stunde zu verehren. Ihr Vater, ein starker und hartnäckiger Mann, wollte sie mit dem Sohn eines wohlhabenden örtlichen Landbesitzers verheiraten. Die Tochter, ebenso stur, gab aber nicht auf. Der Tod ihrer jüngeren Schwester überzeugte ihren reumütigen Vater, sie nach ihrem Wunsch in das Kollegium der Karmeliterinnen in Cunamarf zu bringen. An der Hochschule der Karmeliterinnen war Rose sehr glücklich, aber weil sie nicht gesund war, musste sie 9 Jahre warten, bevor sie sich dem religiösen Leben widmen konnte. Im Jahr 1897, im Alter von 20 Jahren, wurde sie eine Postulantin und erhielt den Namen Euphrasia der Heiligsten Herz Jesu. Am 24. Mai 1900 legte Schwester Euphrasia Gott ihr religiöses Gelübde ewiger Liebe ab und gehörte so voll der Kongregation der Schwestern der Mutter des Karmel an, die im Jahr 1866 vom gesegneten Chavarak Kuriakos Elias und dem karmelitischen italienischen Missionar Pater Leopold Beccaro in Cunamarf im Bezirk Ernakulam in Kerala, Indien gegründet wurde. Sie begann als Assistentin der Novizenmeisterin und kümmerte sich auch im Krankenhaus um die Krankenschwestern. 4 Jahre später wurde sie die erste Novizenmeisterin, eine Rolle, die sie mit Liebe und Kraft für längere Zeit ausübte. Schwester Euphrasia wünschte vor allem, dass die Novizen in den vorbildlichen asketischen Disziplinen der Heiligkeit und der Spiritualität in die Fußstapfen Jesu treten. Um dies zu erreichen, unterstützte sie die Novizen und half ihnen immer wie eine Mutter. Als Mutteroberin war sie wie eine echte Mutter für ihre Schwestern. Sie ermahnte sie aber auch, wenn es nötig war. Insbesondere sorgte sie sich um die Kranken und Schwachen. Als Mutteroberin setzte sie immer das in die Praxis um, was sie theoretisch lehrte. Sie führte ein strenges Leben der Gläubigkeit und war so ein Vorbild für die Schwestern. Ihr Name selbst, Schwester des Heiligsten Herz Jesu, ist Ausdruck ihrer Verehrung des Heiligsten Herzen. Als Mutteroberin oblag ihr die Pflege und die Verwaltung des Klosters der Herz Jesu Missionare. Auch stellte sie eine Statue des Heiligsten Herzens Jesu in die Mitte des Klosters auf und betete oft dort. Ihre Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu war in ihr eine unauslöschbare Flamme. Sie riet den anderen, dieselbe Hingabe zu zeigen. Mutter Euphrasia saß neben dem Allerheiligsten und sprach mit dem eucharistischen Jesus. O lieber Jesus, süßer Jesus, meine einzigartige Liebe, mein Herz brennt für dich. Euphrasia saß gewöhnlich für mehrere Stunden in Gemeinschaft mit Jesu und vergaß dabei sich und ihre Umwelt. Während der Zeit der Danksagung und nach der Kommunion fiel sie in Ekstase und bekam Visionen und Offenbarungen. In ewiger Liebe zum gekreuzigten Jesu küsste sie mehrmals das Kreuz und sprach mit ihm, während sie ihn auf ihrem Schoß legte. Sie empfand die Passion Christi nach und fühlte harte Schläge auf ihren Gliedmaßen. Sie trug eine Kette aus Dornen um die Taille und kniete auf harten Steinen. Sie verwendete sogar einen Stein als Kopfkissen und verzichtete ganz und gar auf Lebensmittel. Mutter Euphrasia verehrte die Jungfrau Maria, die Mutter von Jesu, von Anfang bis Ende ihrer Tage auf kindliche Art und Weise. Sie sorgte sich mehr um die heilige Jungfrau Maria als um ihre eigene Mutter. Die Jungfrau Maria, der das Kloster St. Mary gewidmet ist, erschien ihr mehrmals und half ihr,
mit entsprechenden Weisungen heilig zu werden. Bewegt von der Liebe für die Kirche setzte sie sich gewöhnlich für den Papst, die Bischöfe, die Priester und andere ein. Sie betete für die Seelen im Fegefeuer, die häufig zu ihr kamen und Beistand von ihr erbitten wollten. Jedes Mal, wenn sie von den anderen bevorzugt wurde, bedankte sie sich und sagte: Ich werde es euch nie vergessen, auch nach dem Tod nicht. Sie gab den anderen alles, was sie hatte, und half ihnen auf unterschiedliche Art und Weise. Im Alter von 75 Jahren wurde sie krank und musste für längere Zeit im Bett bleiben. Sie erbat die letzten Sakramente und empfing diese mit Hingabe. Am 29. August 1952 wurde dann ihre Seele zu Gott gerufen. Die Kirchenglocke des Klosters von Jaralaim, für dessen Gründung sie sehr viel gebetet hatte und viele Opfer dargebracht hatte, läutete, um den Tod einer Heiligen zu verkünden. Nach der Beerdigung wurde sie auf dem Friedhof des Klosters begraben, von dem ihre sterblichen Überreste am 30. Januar 1990 in das Kirchenschiff der Kapelle des Klosters St. Mary in Ulur übertragen wurden. Aufgrund des Ruhms der Heiligkeit nach dem Tod von Mutter Euphrasia gingen die Gläubigen zu ihrem Grab, um ihre Fürbitte in ihren unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnissen zu ersuchen. Als Folge gab es eine große Fülle von Gnaden und Wohltaten für Kinder, Eltern, Schwestern, Priester und für alle anderen, die ihre Fürsprache ersuchten. Das Wunder, das für die Heiligsprechung betrachtet wurde, ist die Wunderheilung Jevil Johnsons, einem 6 Jahre alten Kind der Pfarrgemeinde der Diözese Caletungará in Kerala, die der Fürsprache der seligen Euphrasia zugeschrieben wird. Die Untersuchungen der Eparchie über das Wunder, die vom 10. April 2008 bis zum 31. August 2010 andauerten, wurden der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen in Rom im Jahr 2010 ausgeliefert. Nach Erhalt der positiven Stellungnahme der Theologen hat der ordentliche Kongress der theologischen Konsultoren der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen am 18. März 2014 das Diskret über das Wunder vorbereitet. Mit der Untersuchung des Diskrets hat Papst Franziskus die Heilung als ein Wunder, das der Fürsprache der seligen Euphrasia des Herzens Jesu zugeschrieben wird, bestätigt. Im Konsistorium, das am 12. Juni 2014 stattfand, hat Papst Franziskus das Datum der Heiligsprechung der seligen Euphrasia bekannt gegeben, die am 23. November 2014 zusammen mit dem Gründer ihrer Gemeinde, dem seligen Kyriakos Ilias Tsavara, stattfinden wird.